Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Car Mechanics Simulator zusammen mit Pascal als Zuschauer. Hallo! In der letzten Folge haben wir dieses schnieke Auto getestet und repariert. Und jetzt schließen wir den Auftrag noch ab. Habe ich letzte Folge vergessen. Fragt einfach nicht. Ja, sind auf der Teststrecke dann liegen geblieben. 4000 und noch ein Level aufgestiegen. Acht Kompetenzpunkte. 8! Ja, das, ja, ne? Ja. Schrauben. Wir werden so schnell schrauben. Ansonsten können wir noch Rabatt auf Teile machen, wir mehr Plus. Ja. Dann mach einfach Rabatt. Oder auf Montagegeschwindigkeit. Nee, Montagegeschwindigkeit nervt mich aktuell mehr. Hier sehen wir übrigens auch die Stats einfach mal. Hier zum Beispiel Überprüfungsdauer eines Teils ist eine Sekunde ausgehend. Das haben wir schon nur noch 0,95 Sekunden. Etc. Aber Geschwindigkeit ist doppelt so schnell mittlerweile. Und wir haben ja einen Haufen Messgeräte gekauft, ne? Das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Wir hatten am Anfang der letzten Folge etwa 7200 oder so. Haben einen Haufen Messgeräte gekauft. Hunderte dafür ausgegeben. Und jetzt haben wir einfach schon wieder 6600. Ja. Könnten Sie sich die Autowaschanlage? Warum nicht? Machen wir weiter mit der Kampagne, oder? Na, repariere die Karosserie. Vielleicht nochmal einen kleinen Auftrag. Machen wir einen dazwischen. Da sieht man auch die Symbole, ja. Der hat irgendwas am Motor. Motorsteuerung müssen. Teile der Motorsteuerung müssen ausgewechselt werden. Ach, nehmen wir den. Wollen wir so einen kleinen Auftrag machen und dann noch einen Kampagnenauftrag? Das ist auch mal ein schöner Abwechsel. Jo. Ich kenne nicht den Abwechsel. Oh Gott. Das sind 8 Zylinder. Oh. 6 Zylinder. Ja. Ja, 6, 8, wie auch immer. So, haben wir eine Liste bekommen, was fehlt? Jo. Ja. Nockenwellendeckel, Riemenspanner, Steuerkette, Steuerkettenführung, Wasserpumpe. Okay, mein. Wie viel Öl ist drin? So. Gut. Das ist auch noch gutes Öl. Jo. Okay, hier sehen wir schon. Hier ist alles doppelt auf beiden Seiten, also bitte wundert euch nicht. Lass mich mal überlegen. Was brauchen wir? Den haben wir. Nockenwelle, Deckel B. Ist das das hier? Oder ist das darunter hier? Finden wir es heraus. Was fehlt? Da. Da noch eine Schraube. Noch eine? Da hinten ist, glaube ich, noch eine. Hinten, unten. Ah, ne, da oben. Okay. Da habe ich mich verschaut. Ist das. Nockenwellendeckel A. Der Fell ist auch kaputt. Die Nockenwellen abnehmen? Oh, nö. Ach, nö. Mann, ich dachte, ich mache ja sowas Kurzes und dann eskaliert das wieder. Das Teil müssen wir jetzt hier nicht abnehmen, aber ich mache es einfach mal ab hier für die Übersicht. Und ich glaube, in der Realität würdest du es auch abschrauben. Einfach, dass du besser rankommst. Radioaktive Kühlmittel. Alter, der ist auch richtig groß, der Kühlmitteltank da. Oh ja, das ist auch ein dicker Motor. Keine Ahnung, wo ich anfangen muss. Es ist keiner von diesen typischen Motoren. Keiner, den du gut kennst. Okay, wir bauen das mal alles vorne ab. Hoffentlich gibt der Auftrag eine gute Vergütung, ne? Bei dem Schraubenaufwand hier. Na, der war doch irgendwie so plus Credits oder so.
Ich wette, das mache ich hier komplett sinnlos gerade. Aber das werde ich erst später bemerken. Übrigens, kein Trick, wenn ihr irgendwelche Filter da in der Innenseite nicht seht. Guck mal hier. Einfach reingucken. Guck mal, da ist zum Beispiel auch einen dickeren Ölfilter hier. Nicht der blaue, sondern der gelbe. Oh, ich hab was gefunden, was ich abbauen kann. Das Schöne ist, der ist wenigstens symmetrisch. Zum größten Teil zumindest. Müsst ihr nur wissen, wo man anfängt beim Abbauen hier. Ja. So, Ryan, wenn also, wir jetzt klicken, bis man da irgendwas mal abschrauben kann. Okay, bauen wir die Lichtmaschine nochmal ab. Okay, komm, ich baue den Kühler eben ab. Das ist mir jetzt so nervig. Darfst du nicht? Doch. Jetzt so. Ah, warte mal. Da war ja was. Der hat die Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Sehr gut. Warum nicht? Wegen dem hier. Aber warum kann ich das nicht abbauen? Wegen was anderem. Danke. Oh, guck mal, ich kann das rausnehmen. Gib gerne weiter. Das muss ich nicht abbauen. Das kann ich nicht abbauen. Kann ich nicht abbauen. Okay, nehmen wir noch den Lüftung hier oben. Nein, ach so, wegen dem. Ach, das hat alles seine Gründe. Nee. Sehen wir uns am Ende doch den gesamten Motor wieder auseinander. Ich kann gleich noch einen Pfandler für die letzte Folge schießen. ja. Guck mal hier. Toll. Sollten wir Öl ablassen? Würde ich machen vielleicht, wenn du damit Öl rumspielst. Eigentlich nicht, aber ich mach's einfach mal lieber. Ja. Musst es zwar nicht machen, aber sicher ist sicher. Das ist noch sehr schönes Öl. Das hätte gar nicht gewechselt werden müssen. Die Ölwanne, die sieht auch sehr mickrig aus. Was ist noch ein gratis Ölwechsel einfach mit. Achso, du willst ja mal testfahren, ey. Aber zu an 36 km/h gegen die Betonwand. Ach, ich wollte eigentlich mal das Messgerät einsetzen, ne? Weil man das viel XP bekommt. Ja. Ein echter Handwerker muss nicht sehen, was er tut. Der zielt nur in die ungefähre Richtung. Das ist übrigens immer dieses erste auf das Teil gucken hier, das ist immer das die Montagegeschwindigkeit. Also wenn die jetzt 10% weniger ist, dann geht das hier halt um ein Zehntel schneller. Genau, das können wir nicht, weil hier zum Beispiel noch sowas dran ist. Das geht nicht ab, weil was anderes dran ist. Normalerweise man kann dann später auch den ganzen Motorblock einfach rausheben, nachdem man das Getriebe abgebaut hat. Das verunkompliziert die ganze Sache ein bisschen. Weil du den ganzen Motor dann einfach dir anschauen kannst. Wir trennen von allem anderen. Ich glaube, einen Kampagnenauftrag schaffen wir heute nicht mehr.
Ey, aber irgendwie muss doch das Ding hier abgehen. Hm. Ist da irgendwas drin? Das ist das Problem am Expertenmodus. Hier wird nicht angezeigt, was du sonst abmachen musst. Also, ihr wisst halt, was ich meine, ne? Normalerweise müssten wir jetzt diese Platte hier abnehmen. Irgendwas hängt da dran. Ist der Ölfilter? Hm. Der dranhängt. Na, Batterie brauche ich eh keiner. Weiß mal hier weiter. Na, ja, sind zerlegen den Motorblock einfach komplett. Das könnte sogar gewesen sein. Nein. Och Mann. Was will der denn von mir? Die kann ich nicht rausnehmen, das kann ich nicht rausnehmen, das kann ich nicht rausnehmen, das kann ich auch nicht rausnehmen. Kann ich die Schwierigkeit gerade irgendwo ändern? Nee. Wird einfach nicht besser, ne? Ja, was mache ich jetzt? Oh lol, das ist die Ölwanne. Okay, es ist nicht nur dieses mickrige Ding. Das ist Öl abgelassen im Vorher, ne? Daran könnte es gelegen haben, weil das hier festgemacht ist oder so. Hm. Hier sind die ganzen Umdrehungen, Dingsbums. Gezeugs. Aha. Da haben wir's. Ey. Die Ölwanne. Und viele Schrauben. Das ist irgendwie klar. Siehst du noch welche? Nö. Ich bin aber einfach nur blind. Mann, jetzt fehlt es an einer Schraube. Ah. Guck mal. Den Motor habe ich aber wirklich noch nie auseinandergebaut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn er nur ein, zwei Mal. Das ist ja echt verhext. Also die bringen halt auch regelmäßig nochmal Updates. Kann halt auch gut sein, dass sie einfach da was Neues reingebracht haben. Oh. Ist auch cool, dass die noch immer... Nach keine Ahnung, wie lange der Release ist schon her, dass immer noch Updates dafür bringen. Stachelig alles. Och nein, ich muss alles auseinanderbauen. Echt jetzt.
Anscheinend schon. Das ist übrigens das ABS-System hier. Mhm. Das hier. Da habe ich aber Schönes eingebrockt mit der Idee, mal noch kurz einen kleinen Auftrag zu machen. Ja. Ach, Leute, ist schon das Große. Hui. Ach, guck mal, wir müssen nicht mal in die Nockenwelt. Hä? Ja! Ey, guck mal, wie schnell die Schrauben einfach rausfliegen. Zack, 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 zack. Oh, haben wir alles. Die Frage. Riemenspanner haben wir auf jeden Fall. Nockenwellendeckel haben wir auf jeden Fall. Steuerkette A, B, A, B und B. B, B, A. Jo. Die Wasserpumpe, die war auch, glaube ich, hier mit dabei. Ne, genau. Und Steuerkettenführung A und B. Genau. Jetzt können wir alles wieder zusammenbauen. Yay. Nee, davon brauche ich nur einen. Guck mal, das hätten wir uns sparen können. Wir hätten so viel in diesem Motor sparen können, auseinanderzunehmen, glaube ich. Hätten wir mal die Ölwanne. Aber ich sag mal, haben wir die ganzen verrosteten Schrauben auch mal neu gemacht? Ja. Schau mal, so viel hätten wir abbauen müssen. Ja. Es ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, aber es ist schon nichts. Oder war irgendwas mit Zündkerzen? Ich glaube nicht, nee. Wäre mir neu. Nee. Ach, wie schnell die Schrauben gehen, das ist so toll. Wieder reinschrauben, was 30.000 Komponenten wir rausgenommen haben. Ja, aber ist halt so, ne? No.
Stell dir mal vor, wir hätten jetzt irgendein Teil übrig dann. Ja, ne? Oder irgend so eine Zündkerze, die... Kriegst ein Auto und so eine Pappschachtel mit so ein paar Teile gestellt. Sorry. Das war ein Teil, den ich aus dem Auto rausgeholt habe, aber keine Ahnung hatte, wo ich die reinmachen soll. Packen wir das Große wieder dran. So hätte ich es eigentlich von Anfang an machen können, oder? So von der Seite. Da hätte ich auch keine Schrauben gesucht. Kann ich hier auch einfach Enter drücken? Ja. Es schreit mir nach Zeit auf, was du gerade machst, alles. Ja. Oder ein Cut. Ja, jedenfalls auch das Zeug, was wir davor gemacht haben, jedenfalls auch Zeitraffer. Naja, klar, also bei dem ganzen Besucher, das wollte ich hier nicht alles reinschneiden. Zeitraffer, dann so einen... Oh. Dann einen... Oder halt eben rausschneiden. Nachdem. Aber im Zeitraffer ist ja auch zum Beispiel auch eine Option, was ich auch schon ein paar Mal angewandt habe, ist Zeitraffer, dann wird die Musik... leise, so ist im Hintergrund. Ja, drückt, ich weiß, was du meinst, ja. Dann hat man, während wir kurz wieder reden, und dann geht es weiter, ne? Gut, wenn jetzt im Hintergrund noch Ingame-Musik läuft, dann macht sich das Verfahren natürlich ein bisschen beschissen, aber. Du, ich würde die Sounds, die willst du auch nicht mit Zeitraffer, glaube ich. Ich meine, dann der Part, wo wir dann reden, mal kurz, und wo halt eben nicht Zeitraffer ist, aber mein Hintergrund noch die Zeitraffer Musik hat, der einfach wieder lauter wird und wo es dann Zeitraffer weitergeht. Du, ich wollte mir jetzt nicht so viel Arbeit machen. Ich meine, hier bei dem Projekt, da kannst du schon ordentlich rauscutten und. Naja. Bis mit dem Projekt vielleicht ist auch nicht das, was man anwenden sollte, aber ja. Bei Notruf habe ich eigentlich auch noch gecuttet. Das ist gut, bei einer Folge Notruf, die ich dann gecuttet habe. So viel sind es auch noch nicht. So schön die Werkzeuge benutzen. Wir kriegen keine XP, weil wir alles schon angeguckt haben. Motor läuft, check.
So, und da sind wir auch, habe ich das Ganze wieder zusammengebaut. Und wir sind hier am Ende der Auftrag, Dingsbums, nee, des Auftrages angekommen. Initi. Du bist mitten im Wort abgebrochen. Gut. Genitiv war meine Aussage. Mag sein. Des Auftrages. Kühlflüssigkeit müssen wir nachfüllen und dann fahren wir das ganze Ding mal testen, würde ich sagen. Also. Richtig. Die haben wir ja auslaufen lassen. Da will ich mal jetzt auch mal sehen, was so der Unterschied macht. Das können wir auch schon mal ausfahren. Oh. Hübsch, hübsch, hübsch. Motoröl. Du hast kein Motoröl aufgefüllt. Aber Motoröl wird's du Mist, ne? So merkt man's aber, ne? So merkt man's. Ja. Wenn du fahren willst, aber kein Motoröl hast. Ich meine, immerhin erkennt er das. Ja. Ja. Perfekt. Rennstrecke, V-Max-Strecke, ja, mal Rennstrecke. Wo wir alles hin können, ey. Oh, jetzt mal ein Rennen. Ich könnte mein Lenkrad anschließen. Oh, jetzt hast du Rundenzeit. Also kannst du, was ist das eigentlich für ein Spiel? Du kannst dich noch reparieren, du kannst auch noch hier V-Max-Tests machen, du kannst einfach Autorennen fahren. Du kannst dein Auto auch zur Auktion bringen, wenn du das so gemacht, wenn du es fertig gemacht hast, so ein Auto. Dein eigenes Auto hast, verkaufen möchtest. Dann kannst du das zur Auktion bringen. Hab ich auch noch nie gemacht, also. Das Spiel ist einfach nur unglaublich. Ja, Autos reparieren wäre ja auch zu langweilig. Nur Autos reparieren, würde ich sagen. So. Natürlich funktioniert es nicht gleich. Wie jetzt? Ich kann kein Escape drücken. Okay, dann halt nicht. Dann fahre ich jetzt halt mit Lenkrad vor der Nase auf mit Tastatur, ey. Ja, Lenkrad kann ja eh jeder, ne? Tastatur-Rennfahrer, das sind die Profis. Ja. Oh. Kontrolle war. Nein, Junge, da war. Ich dachte, da geht's um die Kurve rum, ey. Kontrolle behalten, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Reifen sind so ein bisschen rutschig. Mhm. Hab ich irgendwo eine Map? Aber Reifen wollte er ja nicht haben. Stell dir vor, in der Realität ist so, gibt es dein Auto zu der Reparatur und dann gefahren, dass du deinem Auto. Rennen. Ja, also wir haben uns ihr Auto mal kurz ausgeliehen. Wir haben das erst repariert und danach sind wir noch ein Rennen gefahren. Ja, kann's nicht. So. Ich weiß nicht, ob das Spiel Force Feedback. Ich muss langsam in den Kurven fahren, ich weiß schon. Au! Das tat weh. Hier sieht man übrigens auch mal, dass das Interieur auch abgenutzt ist. Das kann man nämlich auch wieder aufbessern. Also hier hat überall Macken und so. Das ist nicht von mir. Ich glaube nicht, wenn das Unfälle, die ich gerade schon hatte, so vorhin. Ja, das sind alle von meinem Kopf, weißt du? Bin ich überall gegengehauen. Richtig. Und auf Faust draufgeschlagen. Mist, schon wieder. Schon wieder beim Überschlag. Das Ding ist, du kannst halt später auch Tune-Teile kaufen. Damit kannst du dein Auto halt nochmal verkrassern. Krassern. Weg jetzt nicht. Verkrassern. Naja. Verkrasser auch gerne Sachen. Verbessern ist, glaube ich, das richtige Wort, oder? Ja. Nicht verkrassern. Aber man hört schon den Unterschied, ne?
Eine Rundenzeit von 2,30. War echt lange Runden hier. Oh ja, du bist ja viel schneller. 2,8 statt 2,30. Ist auch genügend Rennen für heute, ne? Jo. Aber hatten wir auch mal einen anderen Motor, ne? Also bisher hatten wir so ziemlich ähnliche Motoren eigentlich. Meistens so 4 Zylinder. Mhm. Und zwar ein 6-Zylinder. Aber dann können wir das auch abgeben, ja, ne? Wir haben gar nicht so viel in das Auto investiert, tatsächlich. Ach, warte mal, das war ja gar kein Kampagnenauftrag, ne? Es war ja nur ein normaler Standardauftrag. Ja, übrigens, Tobi, der Kalender ist auf 2021, ist wirklich, müssen wir umblättern. Was? Der Kalender hinten an der Wand. Nee, andere Wand. Andere Wand. Andere Wand. Ja, da. Der ist immer noch falsch, der Kalender. Da muss man umblättern. Hm. Unglaublich. First Aid Guide. Woo! Wie du jemanden wiederbelebst. Die Bilder, Alter. Ja, du musst ja auch wissen, was passiert, wenn dein Mitarbeiter... Ja, die Bilder sind echt schlimm. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht gucken wir uns den an. Irgendwas klopft unter der Motorhaube. Wahrscheinlich heil auch raus. Die Motorsteuerung muss überholt werden. Ein Problem mit den Bremsen. Sonstige Aufgabe. Hey, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.